Es besteht ein enges Bindeglied zwischen der neapolitanischen Region und ihren Handwerksprodukten. Am Fuße des Vesuvs zum Beispiel erblühte eine reiche Tradition der Herstellung von Gegenständen aus Vulkangestein. Die schlichte Eleganz des dunklen Gesteins wird geschickt für die Schaffung dekorativer Strukturen und Objekte genutzt, die sich jeder Umgebung anpassen. In Nola allerdings hat Pappmaché seit dem 18. Jahrhundert die Aufgabe übernommen, Gefühlen und Werten eines Ortes Formen zu verleihen. Nicht nur im Sommer beim grandiosen Lilienfest, sondern das ganze Jahr über haucht diese Papiermasse aus Wasser und Leim, Einrichtungsartikeln, Dekorationsgegenständen und Bühnenbildelementen Leben ein. Die Kunst, Kamin auf Muschelschalen zu fertigen, beweist noch heute die enge Bindung zwischen dieser Region und der griechisch-römischen Antike. Mythologische und allegorische Themen werden vorsichtig mit einem Grabstichel dargestellt und das in Regenbogenfarben schillernde Perlmutt, die vorhandenen Farbspiele und Verzahnungen macht man sich zunutze. Diese 500 Jahre alte Kunst erreichte in Torre del Greco ab dem 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt.